Guten Tag, meine Damen und Herren. Gestern erreichte mich die Nachricht, dass Markus Gärtner plötzlich und unerwartet verstorben ist. Ich bin zutiefst erschüttert. Markus Tod ist ein riesiger Verlust. Zunächst einmal für seine Familie. Er hinterlässt seine Frau und drei Kinder, aber auch für uns alle. Für uns alle, für unser Land. Markus war ein Menschenfreund, ein Humanist und ein sehr, sehr guter Journalist. Ich habe Markus vor 35 Jahren kennengelernt, als wir uns in Washington trafen. Dann haben wir uns einige Zeit aus den Augen verloren. Er war lange in China mit Familie, in Malaysia, in Kanada, bevor er 2014 zurückkam. 2016 hatten wir wieder einen ersten Kontakt und ab 2018 intensivierte sich das und er hat diesen Kanal aufgebaut und das Politikmagazin Politik Spezial. Hier wird es weitergehen. Bitte geben Sie uns da etwas Zeit. Im Moment sind meine Gedanken bei Markus und seiner Familie und wir werden uns hier sicherlich melden, wie Sie seine Familie unterstützen können. Wir werden das natürlich auch tun. Meine Gedanken sind bei seiner Frau und seinen Kindern.